So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und mal gucken, was uns heute am ersten Shop erwartet in Season 7. Ich sage ja, wenn ich den Skin hier schon sehe, eieiei, also die Season ist echt ziemlich wild. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es hält sich bis jetzt alles noch im Rahmen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal reingucken, denn wir haben einmal einen komplett neuen Skin und es gibt ein Emote, was bestimmt wieder der ein oder andere hat, wo was schon sehr alt war, aber jetzt halt wieder zurück ist. Aber vorweg, Jonesy, die Kuh ist jetzt im Shop. Auch nicht schlecht, da haben wir auch die Milchpackung dazu. Auf jeden Fall kein schlechter Skin. Hält sich im Rahmen, ist nicht übertrieben. Sieht irgendwie auf. Doch, sieht nice aus. Und denkt dran, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack, genauso wie vergesst nicht ein Like da zu lassen und eventuell, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen und dann wirst du auch erstmal nichts mehr verpassen. So, dann haben wir noch hier noch eine neue Pickaxe. Okay, ist okay. Nichts Besonderes, aber ist okay. Dann Deadfire, auch noch ein schöner Skin, wie ich finde. Gerade durch die ganzen Stile. Er zeigt mir natürlich, wie das Rückenass war. Achso, sind doch nur zwei. Zwei Stile nur? Ich dachte eigentlich gefühlt, das wäre mehr. Hä? Ja, doch, anscheinend nur Standard und Geist. Ich dachte immer, der wäre braun, so wie oben links. Dann hier dieses Bunte. Und dann das Weiße. Bin ich denn jetzt so verpeilt? Eins, zwei, drei. Sind noch drei Stile. Oh, keine Ahnung. Dann haben wir einen Dunkelsplitter wieder mit drin. Ja, ich liebe das Werkzeugeffekt, aber die Stile ändern sich. Dann ein Komplex ist wieder da. Den gab es ja damals mal zum Erspielen. Ich habe es aber nicht geschafft, mir zu den Skin zu erspielen, sondern die Pickaxe habe ich mir damals erspielen können. Die mir auch persönlich sehr gut gefällt. Also die ist wirklich nice, die Pickaxe. Also die habe ich noch lange gespielt zu der Zeit. Dann Exil ist wieder zurück. Auch der Gleiter dazu. Auch in Gleiter mit zwei Stil. Okay. Ist mir gerade auch nicht so bekannt, dass wir das haben. Also ein Gleiter mit Stilen. Dann Farbfleck wieder zurück. Also okay, aber. Oh. So, die Kuh hatten wir schon. Dann ein gezeichneter Mann-Paket ist wieder zurück. Ist kein schlechter Skin, aber ich sage ganz ehrlich, man sieht ihn eigentlich ziemlich selten, ne? Aber für 2300 V-Bucks, den Skin, das Backbling, die Pickaxe, dann den Hängegleiter, die Lackierung plus noch den Ladebildschirm kann man eigentlich nicht meckern. Also für sechs Gegenstände 2300 V-Bucks. Aber ich denke mal, die meisten von euch müssen jetzt erstmal ein bisschen sparen. Denn in der Battle Pass war teuer. So, dann haben wir das Äffchen wieder zurück, was ja in Rette die Welt erst kam und dann hier rein. Dann die Taxifahrerin ist wieder zurück, auch lange nicht mehr da gewesen. Und da ist er. Wer von euch wird jetzt meckern? Dann der Rülps ist zurück. Ich weiß nicht, das Emote hörst du fast gar nicht, gell? Also jetzt nicht in-game, aber das ist so leise. Macht einfach nur. Dann Shanti für das Team. Und schwere Schritte. Also wird es mir heute gehen, nach ein paar Stunden Schlaf, dann arbeiten. Aber wird schon irgendwie gehen. So, dann haben wir nämlich noch das Deathstroke Zero Paket. Harley Quinn immer noch drin. Flash Paket immer noch drin. Black Manta ebenfalls noch drin. Catwoman, Batman Geschichten. Dann die Beast Boy. Das Beast Boy Paket ebenfalls noch drin. Es geht jetzt auch schon 5 Wochen drin. Dann Batman Zero. Catwoman Zero ebenfalls noch drin, genauso wie das neue Paket Batman, ach nicht das alte Paket, Batman der maskierte Rächer und genauso letzter Lacherpaket. Also da hat sich nicht viel getan. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch, gerade überlegt, was für ein Tag wir haben. Und denkt dran, spielt nicht zu viel, genießt das Wetter da, wo es geht. Und in dem Sinne, haut rein.